Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hunter Gain. Ich bin hier in der Map Bergpass mit dem Objekt 416, die ich jetzt seit einiger Zeit habe. Und ja, keine Ahnung, was das war. Daten über den Panzer 75 vorne, 54 Wanne seitlich und auch hinten 54. Frontturm 110 mm. 75 und 54. Ja, da mache ich gleich mal den Ton wieder leise. Entschuldigung für das schon wieder. So, da hört man mich bestimmt gleich mal viel besser. So. Besonderheiten, es lade 6,8 nach. Hat einen guten Damage von 320 und eine durch Entschuldigung, bin ein bisschen krank. 201 Zuschlagkraft mit Goldmunition 330. So, da sehe ich schon mal den T21. So, damit habe ich meinen ersten Kill. Jetzt schieße ich mal blind auf den Objekt. Ging wahrscheinlich daneben. Schon wieder daneben. Ja. Jetzt bin ich beim zweiten Kill mit 201 Damage. Nicht viel. Aber auf jeden Fall ein Anfang. Ja, dieser Panzer verfügt über 1200 Strukturpunkte. Sein Turm kann sich nur in 75 Grad Winkel bewegen. Ja. So Quickscopes pa Panzer machen ist auch sehr leicht. Ja. Ich habe 3 Kills, alle Kills von unserem Team bis jetzt. Vielleicht fahre ich links von unserer IS-6 und sehe das da. Natürlich erstmal Scheibe. Sie hat geschossen. Weiß auch, er hat eine Reload-Time von 12,9, also 13 Sekunden. Ich war hoch. Auto-Aim. Gib ihm eine. Zu meiner Verteidigung. Hier zu zielen, war mir jetzt halt richtig unnötig gedacht. War. Warum? Dann habe ich hier wieder gezielt. Damit es ganz sicher war, der Schuss. Da bin ich wieder hochgefahren. Da hat die S6 ihn gekillt, das Objekt 416. 320. Genau der Damage, dass das Ding eigentlich macht. Zieh auf den Black Prince oben. Unterwanne gezielt, bisschen weiter oben getroffen, aber nicht weiter schlimm. Dass ich die Black Prince unbedingt unsere S6 killen will. Schafft dann auch. Dann wurde ich endlich mal gespottet. Ich fahre im Auto und gebe ihm noch einen Treffer mit 353. So, gegnerisches Objekt hat die. Nicht die Top Gun. Ich gebe ihn eine und er ist weg. Da geht dem Black Prince einen Abpraller, blöderweise. Oberwanne getroffen. Er hat natürlich um. So, also noch 146 live. Ich damit so, komm. Ja. Njam. 4 Kills, 3276 Damage schon. So. Wie sagt man so schön, schau vorsichtig um die Ecke. Ich hab's richtig gemacht. Ja. Ein Schuss von KV-13 und dann sehe ich den 1375, der natürlich sofort raus muss. War ein Magazin, mag ich jetzt nicht an die Seite kriegen. KV-13 kommt und Kette. Er hat eine Durchschlagkraft von 144 und prallt natürlich an diesen Turm ab, weil. Lol, okay. Das ist halt das mit diesem Panzer. Der hat einen guten Winkel. Und nachdem er seine Gun nicht so weit runterkriegt, tue ich ihn Ketten. Er schießt mir ein zweites Mal auf den Turm, diesmal auf die Kommandokuppel. Space Armor wahrscheinlich getroffen. Und damit tue ich ihn. So, das waren jetzt halt 4 Abpraller vom KV-13.
Na, was will er machen? Goldladen? Weiß nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe jetzt nur noch Goldmumpeln. Das war mir sehr teuer. Eine 300er Stelle, 5022. So, ich ziele. Ihr kriegt eine, ich ziele nochmal. Da hatte ich gerade auf einmal so ein Fail. Da sieht es jetzt 999 MSS. Sieht noch, er hat 351 live. Ziele. Kette ihn leider bloß. Jetzt 6 gibt ihn eine HI-Schelle. Ich ziele nochmal auf die Oberwanne und. Und! Hinter mir steht mein Freund, da möchte ich den klauen. Ich hab mich so aufgeregt. Und drücke ab. Und da fliegt die Granate, die mir den sechsten Kill gibt, plus 5.141 Damage. Ja. Das war mein Krieger. Und ein Großkaliber in einem. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und den Link zu dem Spiel gebe ich natürlich gleich unten hin. Wir sehen uns später wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Have fun on Warlord.